das A5 Cabriolet basiert auf dem A5 Coupé, das Sie ja schon kennen, das vor 2 Jahren präsentiert wurde. Und der zweite Grund oder der andere Grund ist, dass wir bei Audi eine Strategie verfolgen. Und zwar, dass wir sagen, wir haben eine segmentadäquate Strategie der Cabriolets. Wir haben ja das A3 Cabriolet im A-Segment und dann den Tete Roadster. Das A5 Cabriolet haben wir jetzt, um das sozusagen wirklich klar vom A3 Cabriolet zu differenzieren und abzugrenzen. Jetzt in 2009 erweitern wir unseren modularen Effizienzbaukasten durch mindestens 2 neue Features. Eines der neuen Features ist unser Audi-Start-Stopp-System. Dieses Audi-Start-Stopp-System spart ca. 0,2 Liter je 100 Kilometer Sprit. Das entspricht ca. 5 Gramm CO2. Im Kundenverbrauch sind natürlich beispielsweise bei Stadtbetrieb deutlich höhere Einsparungen möglich.